Und willkommen zurück bei einer weiteren Folge One Piece Pirate Warriors 2 und wir sind immer noch in Kapitel 1 bei der vierten Episode hier. Und zwar die stärksten Piraten. Segel setzen, Freunde! Und heute sind immer Smoker oder Nami, aber wir nehmen natürlich Chopper, weil den haben wir noch nicht gespielt. Ja, ich möchte ihn wählen. Chopper ist so süß. Entschuldigung, aber ist doch wahr. Ist doch richtig knuffig. Kapitel 1, Episode 4, die stärksten Piraten. この世界の勢力バランスを支えるほどの大勢力を誇っていた。仲間2人を取り戻したルフィは、義兄エースの勧めに従い、白ひげエドワード・ニューゲートとの初対面を果たすが。 Ach, Ace. Ozo, その Mugiwara Boshi, Akagami ga mukashi kabutte ta yatsu ni yoku niteru na. Guck mal, da hinten ist Marco. Oh-san, Shanks, shitten no ka? Kore azukatten da, Shanks kara. Are ga Ace no ototo ka? Dodo to shita mon da yoi. Omei, kaizoku-ou ni naritei rashii na. Da ist ein Clipping-Fehler mit dem Umhang. Schlecht. なったれやいやがる。どうだ、ここでおめえらの力を試してやろうか。試す？それとも威勢の良さは口だけかよ。うるせえ。試してえなら望むところだ。待ってろ、ぶっ飛ばしてやるからな。親父、どういうつもりだよい。 Ach, wir machen dich platt, Mann. Und das mit deinen kleinen, süßen Kerlchen. Namens Chopper. Wow. Okay. Na gut. Besiege Whitebeard. Unterstütze Ruffy. Kampfvorbereitungen. Diesmal als erstes den Freund auswählen, bevor ich das vergesse. Und wir nehmen Brook hier. Berry-Wachstum. 195.000. Wir haben mehr als genug. Wir haben immer noch über 1 Million. Also easy. Münzen auswählen. Hier nehmen wir Nami. Ruffy. Chopper. Frankie. Nami. Ruffy. Smoker. Und? Was ist das denn? Walhai, okay. Nee, den Walhai mal. Ach, guck mal. Doc Kulea. Smoker. Ah, dann müssen wir hier den Ruffy einsetzen. So, das sieht besser aus. Gut, ich glaube, Fähigkeiten haben wir ja auch noch nicht, ne? Gut. Alles klar. Wir sind bereit. Dann wollen wir mal. Ah, wo sind wir denn hier gelandet? Nicht mal einen Namen? Ich bin Chopper! Okay. Mit Dreieck verwandelt er sich in das und mit Quadrat kämpft er als kleiner Chopper. So, mal sehen, was er hier so drauf hat. Ah ja, Go. Das ist toll. Was macht er hier? Okay, hier sind die einfach schneller, aber so ganz klasse ist das auch nicht. Mit Chopper ist es ein bisschen schwer, weil er so klein ist. So, das kennen wir ja schon.
Und Brook ist dran. Na toll, jetzt ist hier niemand mehr. So, bitteschön. Das war jetzt nicht so toll. Mal sehen, was er hier macht. Ja, das ist so... das war ziemlich uneffektiv, muss ich gestehen. Also Chopper ist so... geht so, ne? Wenn er sich in mehrere Formeln verwandeln könnte, aber ist leider nicht so cool. Geht so, hä? Also Chopper ist nicht so ganz so toll. So, wir können noch nicht über Themen sprechen, weil ich noch nicht weiß... Ups, hier hat sich was geöffnet. Warte kurz. Blödes Ding, was bist du? Als Werbung. Weil ich noch nicht weiß, ja, weil die einfach die Folge noch nicht erschienen ist. Weil ich noch nicht weiß, ob es überhaupt Themen gibt. Deshalb kloppen wir uns durch die heutige Folge nochmal durch. Wir müssen eigentlich Ruffy ein bisschen beschützen. Wo ist eigentlich Ruffy? Ach, da hinten. Gehen wir mal zu Ruffy. Ha, wie er läuft. Oh, ist ja voll süß. Ruffy? Warst du nicht vorher noch hier? Habe ich mich geirrt? Ach, da ist er ja. Da ist er hinter mir. Also es geht. Chopper ist ein bisschen uneffektiv für dich. So, damit hätten wir das auch. Beschütze bis hier zusammen, weil wir erreicht haben, Ruffy. Okay, dann muss ich einfach ein bisschen bei Ruffy bleiben. Das dürfte ja kein so großes Problem sein. Folgt mir eigentlich Ruffy oder geht Ruffy einfach einen eigenen Weg? Ja, momentan geht's Ruffy gut. Dann gehe ich mal hier hin. Ach, da ist ja mein Bier schon. Das ging ja schnell. Und Marco. Marco, der Phönix, Kommandant der 1. Division der Whitebeard Piraten. Marco ist auch ziemlich cool. Hallo Marco. Na dann, zeig mir mal, was der Haken ist. Ja, okay, so geht's. Aber das vorhin war uneffektiv. Von Freunde. Ja, es geht schon ab. Okay, was müssen wir eigentlich tun? Bedingungen zum Sieg haben sich geändert. Ja, schön. Aber was muss ich tun? Oh Mann, der Kampfgeist der Feinde ist gestiegen, aber den brech ich, sobald ich Marco ausgeschaltet habe. Und da ist Marco auch. So, Marco. Ich muss aber kurz Brook holen für das. Wo ist Marco? Wo ist Marco? Da hinten. Ich will ihn immerhin in diese Attacke noch mit reinnehmen. So. Du bist dran, Brook. Ja, sehr schön. Mit Brook geht das super. Ah, ich sehe nichts mehr. Aber wir haben ihn noch erwischt, den Marco. Sehr gut. Und damit hat er schon die Hälfte des Lebens verloren. Wo ist er denn jetzt? Wo ist er denn? Au, 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 au. Er fliegt da irgendwo rum. Ach, Menno, ich muss da auch ein bisschen aufräumen. Kann mich nicht nur auf Marco konzentrieren. Aber wo ist er denn? Wo ist er denn? Wo ist er denn? Das ist ein Anführer. Da ist Marco. Verfehlt, toll. Er ist schon wieder abgehauen. Das ist natürlich doof, wenn der einfach so rumfliegen kann. Komm mal her, Marco. Muss ein bisschen kloppen, weißt du? Au, au, Scheibe. Ich brauch Leben, ich brauch Leben, ich brauch Leben. Das ist Style, aber das kann ich auch mal gut einsetzen. Um hier ein bisschen aufzuräumen. Ja, Chopper ist leider nicht so mächtig. Schade. Also man muss sagen, die Eisencharaktere sind auch voll unausgewogen. Teilweise. Ist ehrlich so, dass es wirklich Charaktere gibt, die sind besser und es gibt Charaktere, die sollte man irgendwie besser nicht geben. So, damit haben wir Marco fast runtergekriegt. Wir sollten aber vorsichtig sein.
auch deshalb suche ich noch ein bisschen nach Leben. Das wäre toll. Vielleicht hier? Lebens! Wow, super. So, Marco, wo bist du? Hier. Ah, wie viel zieht das ab? Ja, super. Super. Ja, logisch sind wir nicht schlecht. Sind sogar ziemlich gut. Hier ist noch ein Anführer, den machen wir auch noch schnell platt. Ach, super rough. Marco zieht sich vorübergehend an den Ort südöstliche Festung zurück. Okay. Er hatte Angst vor uns. Oh, oh, sie haben die Tore geöffnet. Was müssen wir jetzt tun? Okay, und was machen wir jetzt? Was tun wir jetzt? Was tun wir jetzt? Eis hat den Weg zum Ort südwestlichen Festung mit einer Feuerwand. Aha. Verbarrikadiert sozusagen. Besiege Ace, sichere den Weg zur Nordfestung. Na, super, eigentlich. Ist auch noch Ace besiegt. Ja, ich bin dabei, ich bin dabei. Ich muss schnell den Piratenkapitän hier ausschalten. So, dann suchen wir uns Ace. Wo ist Ace? Ist das der da oben? Los, Stopper, renn! Renn um dein Leben und nimm diese Truhe hier mit. Okay, hier ist die Feuerwand. Hier kommen wir nicht durch. Ist Ace dann hier vorne? Oh, Kiste. Ich weiß nicht, was welche Figur hier Ace ist. Ich glaube, ich sollte auch ein bisschen zurück schnell. Weil das da unten sieht nicht gut aus für unsere Basis. Was macht ihr denn hier? Warten einfach? Das ist auch nicht so effektiv. Solltet auch was tun, Freunde. Ja, ich gehe kurz zur Basis zurück. Sicher ist sicher. Nicht, dass wir nochmal verlieren wegen sowas Blödem. Ich helfe euch! Wo ist denn dieser Yosu, wie der auch immer heißt? Ach, da oben. Ja, super. Ich muss jetzt zuerst schnell die Basis hier beschützen. Indem ich den Piratenkapitän ausschalte. So, bitteschön. Ach, wo ist das Jinbei? Der räumt gut auf, oder? Jinbei räumt sicher ein bisschen gut auf hier. Ja, ich glaube, das reicht auch schon. Oder? Wie viele sind hier noch? Brook ist auch noch hier, der kämpft auch noch mit. Ja, ich glaube, wir können hier verschwinden wieder. Da ist Yosu. Oder Josu. Oder keine Ahnung. Machen wir den mal kurz platt. Ja, den kenne ich auch noch, stimmt. Au! Aber wir werden dich schon platt machen. Und los geht's! Schnell, schnell, schnell. Schnell. Leiste hochtreiben. Sehr gut. Es ist Zeit für Brook. Boah, es sind so viele wieder auf dem Bildschirm, dass man einfach gar nichts sieht, teilweise. Sehr schön. Wunderbar. Wo ist jetzt dieser Typ? Du bist es nicht. Du bist jemand anderes. Ich habe ihn nicht gesucht. Da ist auch nochmal ein Piratenkapitän. Wo ist denn jetzt dieser? Ach, der ist da hinten. Was machst du denn hier hinten? Du sollst dich mit hier anlegen. Ach, der zieht sich vorläufig zurück. Na toll. Jetzt haut der einfach ab. Da ist noch ein Piratenkapitän. Na, dann komm mal her. Machen wir den auch noch platt. Okay, okay, wo ist der? Wo ist der? Ach, da unten, Scheiben. Scheibenkleister, Scheibenkleister, Scheibenkleister. Ich komme. Ich bin schon da, 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 ich bin schon da und. Hör! Du wirst unsere Basis nicht einnehmen, Kumpel.
Ach Mist, ich kann es gar nicht mehr einsetzen. Aber ich kann noch das einsetzen. Ich glaube zwar nicht, dass ich die Leiste hochtreiben kann. Hey, hier ist ja Brook. Na, es sieht nicht so... Obwohl, vielleicht schaffen wir es noch gleich. Wow, knapp. Sehr knapp. So, bitteschön, wo bist du? Wo ist er denn jetzt? Da. Vista. Hat sie. Vista. Nein, ist natürlich jemand anderes. Bitteschön. Bitteschön. Au, 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 au. Bitte nicht so unfreundlich hier, Kumpel. Ja, ich grabe mich in die Brücke ein. Ist vollkommen logisch. Das ist ja auch egal. Das Spiel ist sowieso nicht ganz logisch. Ist ziemlich unlogisch sogar. Selbst wenn es One Piece ist. Leider. Ziehst du dich zurück oder was? Feigling. Jetzt muss ich immer noch Ace besiegen, aber ich weiß nicht, wo Ace ist. Ich glaube irgendwo da oben, ne? Wartet, den Piratenkapitän nehme ich auch noch mit. Komm, Nippel ab! Blöder Piratenkapitän. Ach, das ging daneben, Mist. Verflixt! Luke, könntest du mir mal helfen, den Piratenkapitän kurz auszuschalten? Wo ist er denn jetzt? Hier. So. Sehr schön. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn wir uns mit Ace und Whitebeard anlegen. Bis dahin, Freunde. Ciao.